Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir stehen hier wieder vor einem 7 Sterne in Talion Terra Raid und wir probieren das Ganze mal mit Epitaph aus, das habe ich euch ja auch vorgestellt, aber mit der Fähigkeit Konzentrator. Seine versteckte Fähigkeit ist ja aber auch Siegeswille und deswegen sind wir damit gut gewappnet gegen Tränendrüse und ja, probieren wir das Ganze einfach mal aus, indem wir reingehen und mal schauen, wie gut wir uns gegen Epitaph schlagen werden. Da bin ich mal sehr gespannt. Größte Problematik dürfte jetzt tatsächlich der Blizzard sein. Denn wenn man es halt damit freest, ist halt sehr blöd. Glad Imperio und Monetigo hatten mir halt Glück, weil die Attacke gegen die beiden nicht sehr effektiv war. Deswegen wurde es halt nicht oft eingesetzt. Gegen Epitaph könnte ich mir aber vorstellen, dass es durchgängig gespammt wird, in Kombination mit Schneelandschaft und dem Terra-Typen natürlich, ist es halt Inteleons stärkste Attacke gegen Epitaph. Jetzt geht er erstmal wieder hier auf Weißnebel und Schneelandschaft am Anfang, so wie üblich. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt in der ersten Runde einfach mal auf Protzer. Ich denke mal, den Blizzard tankt mir eigentlich sogar relativ gut sogar. Deswegen werden wir mal auf Protzer gehen. Da ist ja sogar noch ein Ulithen, also da dürfte auch gleich die Streusaat ausgelegt werden. Bitte kein Freeze. Ich habe jedes Mal Schiss vor diesem Freeze, wirklich. Der Freeze wäre halt wirklich sehr, sehr tödlich. Im besten Fall geht halt auch noch mal auf Tränendrüse. Er geht auf Blizzard, leider. Wieso gehst du nicht auf die Tränendrüse? Oh, wie war das nochmal? Der Song da von SpongeBob. Boy. Irgendwas mit Tränendrüse. Denn ich bin ganz allein, wenn ich wein. Aber. Wie ging das nochmal? Wie ging nochmal dieser Part? Drück ich auf die Tränendrüse? Ach, keine Ahnung, Mann. Er hat die Attacke noch nicht eingesetzt, deswegen irrelevant. Okay. Jetzt wird's relevant, tatsächlich. Jetzt boostet er uns hier erstmal auf plus 4 insgesamt tatsächlich. Okay, das ist sehr cool. Jetzt hauen wir damit nochmal einen kräftigen Ablei-Tipp raus. Ja, kann sich sehen lassen. Jetzt macht er hier halt sein Schild, was ein bisschen blöd ist. Und Blizzard. Jedes Mal, wenn so eine lange Pause ist, denke ich immer, dass da gleich der Freeze kommt. Wieso greift er zweimal hintereinander an? Oh, Junge, jedes Mal. Ich habe Angst, dass der Freeze kommt. Das ist so blöd. Jedes Mal, Mann. Oh, gemein einfach. Einfach gemein. Setzt jetzt unsere Stats gleich zurück, oder? Wie sieht's aus? Okay. Die Wirkung von Fähigkeiten. Also hat damit jetzt unser Siegeswille keine Wirkung mehr erstmal, ne? Boah, ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt so schlau war, die Terra-Kristallisierung einzusetzen. Ich weiß gerade gar nicht, ob das jetzt so lange wirkt, wie das Pokémon auf dem Feld ist. Und ob das dann erst resettet wird, wenn es einmal besiegt wurde. Dann wäre die Terra-Kristallisierung jetzt komplett wasted, leider. Aber wir müssen hier das Schild runterkriegen. Wir müssen das Schild runterkriegen. Ja. Deswegen spammen wir jetzt hier erstmal Ablei-Tipp. Eventuell haben wir auch mal Glück und er misst vielleicht mal einen Blizzard. Aber ich glaube, die Schneelandschaft ist noch draußen. Jetzt zum Beispiel. Ich glaub, unsere Fähigkeit wirkt nicht mehr, oder? Tränendrüse? Ah, doch! Nur für diese eine Runde war das. Oh, dann habe ich es ja komplett falsch verstanden. Das war nur für diese eine Runde, wo es nicht gewirkt hat. Ihr müsst wissen, ich habe diesen Kampf schon mal gemacht. Und da hat mich das Inteleon schon zu Tode gefreezed. Ich hätte den Kampf gewonnen, aber es hat mich komplett tot gefreezed. Und da war das halt auch so mit der Fähigkeit. Und dann hat das Tränendrüse eingesetzt und ich habe keinen Boost bekommen. Aber anscheinend wirkt es dann auch nur in dieser einen Runde, wo das halt dann dasteht. Okay. Komm, wir sind schön geboostet. Bitte kein Freeze, Mann. Der Freeze hat mir echt das, davor den Win gekostet. Und es war so bitter einfach. Ich denke mal, das Highlight werde ich sogar auf Fretzu denn hochladen. Also wenn ihr euch sehen wollt, wie ich mich komplett aufrege, dann schaut doch gerne mal auf Fretzu denn vorbei. Da wird das Video wahrscheinlich auch im Laufe des Tages dann erscheinen. Okay, Blizzard daneben und sein Schild ist gebrochen.
Also der Kampf läuft jetzt sogar richtig gut. Also der Kampf läuft mega. Alter. Ja, okay, gut. Wir wurden aber bis jetzt auch noch nicht, ich werde es nicht aussprechen, weil damit würde ich es wahrscheinlich callen, leider. Ich werde hier nichts von einer, einem gewissen Statuseffekt sagen. Das würde mich halt... Okay, aber wir können jetzt wenigstens davor angreifen. Okay, komm. Alter, okay, kein Freeze. Ich hab's gesagt. Okay, aber jetzt bei der KP-Range wäre es richtig mies, wenn wir noch verlieren. Sag ich ganz ehrlich, bei der KP-Range, die das Inteleon hat, wäre das auch richtig mies jetzt. Ja. Ach, und davor hatte ich auch noch diesen Bug, dass Inteleon zweimal hintereinander Blizzard eingesetzt hat. Das wäre jetzt natürlich auch sehr, sehr bitter. Ist jetzt schon wieder zweimal hintereinander Blizzard. Alter, jedes Mal mein Herz, ne, bei Blizzard. Das ist jedes Mal wie so ein Erlebnis einfach. Boah. Ey, tu mir das jetzt hier nicht gegen Ende an. Okay, wir sind voll geheilt. Oh, er setzt immer noch Blizzard. Tu mir das nicht an, bitte. Okay. Ey, ja, okay, bei dem Kampf... Okay, ich muss euch ehrlich sagen, mit Epitaph braucht ihr Glück. Ihr braucht Glück, dass Inteleon euch nicht freest. Okay, und dieses Glück hatten wir in diesem Match. Das letzte Match war grauenvoll. Ich bin sogar ehrlich, ich hatte sogar davor zwei Matches mit Epitaph. Und ich habe beide Matches verloren, weil Inteleon mich zu Tode gefreest hat. Sag ich ganz ehrlich, also mit Epitaph schlagt ihr euch sehr gut. Wenn ihr Glück habt, geht Inteleon doch auch das ein oder andere Mal auf Tränendrüse natürlich. Ja, aber ihr braucht halt auch sehr viel Glück, dass ihr nicht gefreest werdet. So, egal, wir haben Inteleon besiegt. Wir bekommen 6x EP Bonbon L, 4x EP Bonbon XL, 5x Zink, 20x Terastück Eis, 10x Terastück Eis, 2x EP Bonbon XL, 10x Terastück Eis, 2 Sonderbonbons, 5x EP Bonbon L, 1x AP Plus, 10x Terastück Eis und 5x EP Bonbon L. Freunde, ja, das war auf jeden Fall eine Talfahrt, würde ich mal behaupten. Das war sehr, sehr wild. Und ich habe euch jetzt hier schon mal 3 Pokémon gezeigt, mit denen ihr eigentlich relativ einfach Inteleon besiegen könnt. Also hier Epitaph, Gladimperio und noch das Monetigo, das ich jetzt hier auf der Box habe. Ja, genau der Boy hier. Damit könnt ihr es hier schon mal ganz gut schaffen. Und ich habe auf jeden Fall noch ein Pokémon in der Bag, wo ich mir vorstellen könnte, dass es gut funktioniert. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert, beziehungsweise euch in dem Zerstörungsvideo gar nicht vorgestellt. Deswegen mal gucken, wie es ankommen wird. Aber Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich selber über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr nichts mehr rund um Bogen verpassen wollt, dann abonniert auch gerne meinen Kanal. Aber dann, meine Freunde, würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.